paar Fragen an Sie und würden mal gerne Ihr Wissen testen. Als Ministerin für Bildung kennen Sie sich bestimmt gut aus. Deswegen beschreiben wir Ihnen Begriffe und Sie müssen erraten. Okay, ich gebe mir große Mühe. Los geht's mit dem ersten Begriff. Das ist neben dem Ort, wo wir lernen. In der Schule lernt ihr. Neben dem Ort, wo wir lernen. Da gehen wir immer hin zur Pause. Auf dem Schulhof? Richtig! Ah, gut. Wo gehen die hin, die uns was beibringen, wenn sie mal ihre Ruhe haben wollen? Du meinst die Lehrer? Ja. Wenn sie ihre Ruhe haben wollen? Es ist ein bestimmter Raum. Ins Lehrerzimmer? Ja. Okay. Das ist ein ausgewählter Schüler. Der Beste? Der geht immer zu dem Lehrern. Wählt ihr den? Ja. Der Klassensprecher? Ja. Ha. Frage Nummer 4. Ich kenne mich doch noch aus in der Schule. Das bekommt man im Halbjahr und auch am Ende des Jahres. Ein Zeugnis. Ja. Ich verstehe euch gut. Wir wollen ja nicht, dass wir hier den ganzen Tag sitzen. Da fallen Unterrichtsstunden aus bei höheren Klassen, weil etwas fehlt. Wenn der Lehrer krank ist? Mm-mm. Also sowas Ähnliches. Es gibt dafür einen bestimmten Begriff. Lehrermangel? Ja. Ah, okay. Das muss man haben, damit man das Internet versteht. Übungen am Computer. Ja, man muss mit den digitalen Sachen umgehen können. Aber wie sagt man das denn? Medienkompetenz. Richtig. Oh, das war mal ein schwieriger Begriff. Ich weiß. Jetzt wird's aber kompliziert hier. Die einfachen Sachen habt ihr zuerst gemacht, oder? Es gibt da ganz viele Sprachen, aber die können nur wenige Menschen. Sprachlabore? Das ist trotzdem falsch. Können nur wenige Menschen? Man sitzt am Computer und tippt 01010100011111. Programmiersprachen. Programmieren. Ja. Ah. Es ist kein Mensch und auch kein Tier. Dann ist es eine Sache. Kein Mensch und auch kein Tier. Habt ihr noch eine? Es kann lernen, wie man lernt. Es muss gefüttert werden, aber nicht mit Essen. Sondern mit Wissen. Ein Programm. Nein. Eine App. Darf man ja nicht. So, wir können uns jetzt nicht über die Regeln hinwegsetzen. Also ich brauche noch einen Tipp. Es muss fürs Lernen nicht in die Schule. Es ist kein Tier und auch kein Mensch. Ein Computerprogramm? Nein. Auch nicht. Künstliche Intelligenz? Ja, ja. Ah, oh, sag mal, ihr habt aber Sachen drauf. Mann, Mann, Mann. Das habe ich mich gar nicht getraut zu sagen. Du bist hier. Es ist wie eine Wolke. Es ist wie eine Wolke. Man kann darauf Sachen ablegen. Man kann es von überall erreichen. Darauf können Sachen gespeichert werden. Ach, eine Cloud. Oh. Ja. Das braucht man, gibt es aber nur an wenigen Schulen. Eine besondere Form von Unterricht oder WLAN? Richtig. Das macht man zu Hause. Viele machen das, weil sie auf ihr Kind aufpassen müssen. Das man macht das am Computer? Man macht das, weil man auf sein Kind aufpassen muss? Das macht Homeoffice. Ja. Ah. Es ist eine Frau. Die Chefin von Deutschland. Die Bundeskanzlerin. Angela Merkel. Ja, richtig. Meine Chefin sozusagen. Ja. Sie haben sich ganz gut geschlagen. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut, euch kennenzulernen. Danke. Alles Gute und viel Spaß beim Lernen. Ja. Ja. Danke.